Wir haben also mehrere Teile. Fangen wir an mit dem Ständer, okay? Der Ständer zuerst. Denn der ist das Schwierigste oder das Schwerste, nicht das Schwierigste. Wir haben hier das ausziehbare Teil, was wir dann später ausziehen können. Jetzt kommen wir noch nicht daran, denn wir müssen zuerst hier auf der Unterseite nämlich mal diesen 90 Grad gebogenen Metallbolzen mit Feingewinde herausdrehen. Und er hat eine dicke, fette Unterlegung. Muddy. So. Und zu demonstrieren können wir mal kurz oben reinspannen. Erstmal, damit man versteht, wie es funktioniert. Aber jetzt kann ich das rausziehen. So. Hier ist ein Drehmechanismus, der lässt es fest. Oder wir können es lockern. Und dann können wir es rausziehen. So können wir die Höhe einstellen. Okay? So. Aber das ist jetzt erst sekundär oder primär. So, dann kann man es wieder fest und dann ist es gelockt. Gut, also wir haben jetzt hier diesen Hakenbogen. Dann kommt unser unterer Tischfreund, der Standfreund. Und hier kommt jetzt die fette Unterleg-Muddy zum Einsatz. Die kommt nämlich dann auf unseren Unterlegfreund drauf. Und wir schieben das Ding da durch. So, jetzt haben wir hier einen Standbolzen mit Feingewinde. Jetzt kommt hier unser Stab zum Einsatz. Den positionieren wir jetzt da oben drüber. Jetzt können wir uns aussuchen, ob wir den Stab dann bewegen oder ob wir unten drunter die 90-Grad-Kurve bewegen, ne? Um das vernünftig festzukriegen. So, am Schluss sollten wir uns aber vielleicht behelfen, indem wir unten drehen. So, ne? Hier festdrehen. Und dann haben wir hier den Standfuß montiert, ohne Werkzeug. So, Standfuß ist da. Jetzt können wir uns auch den Mechanismus noch besser angucken. Wir können es aufdrehen und nach oben herausfahren und dann wieder zudrehen. Jetzt fest. Jetzt würde hier oben alles stehen. Wenn wir aber zum Beispiel im Kindergarten unterwegs sind oder so, oder wo kleine Menschen unterwegs sind, dann gehen wir weiter runter. Können wir hier bis ganz unten gehen. Dann wäre hier der ganze Stab vorne. Gut, also den habe ich schon mal. Den können wir also hier dann mal zur Seite platzieren. So, das ist unser Standfuß. Der Standfuß wird gleich hier dran angeflanscht. So, und da dran kommt nämlich dann dieses Teil. Demzufolge packen wir jetzt hier dran, nämlich unseren Stand- oder Verbindungspart. Okay? Hier hinten findet ihr 1, 2, 3 dickere Löcher und ihr findet hier im Equipment auch ein paar kürzere Schräubchen. Okay, von vorne, das hier ist vorne, das ist unten. Okay, hier ist unten, das ist die Auftropfschale, wovon ich vorhin sprach, hier ist die Befestigung. Ergo gehen wir jetzt hier rein und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Super geil. Und hier können wir jetzt auch unseren Freund festhängen. Okay, hier sind 3 Löcher, 1, 2, 3, durch das oberste kommen wir mit dem dicken Schraube durch und können das hier anhängen. Der Winkel ist nach hinten, hier ist vorne. Gut, das haben wir doch schon mal super hingekriegt, nur da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Wir müssen nämlich hier erstmal jetzt den Muddy draufsetzen, handfest erstmal nur andrehen. So, dann baumelt das jetzt hier rum. Jetzt können wir natürlich das Ding so schräg hinstellen, sieht stylisch aus, aber ist nicht effizient. Deshalb schieben wir jetzt von hier vorne die verbleibenden 2 Kurzschrauben durch. So, und die schauen jetzt hier unten raus. Alles vernünftig gefertigt, dass wir es hier jetzt vernünftig auch zusammenkriegen. Also es passt zusammen, ohne Frage. So, hier kommen jetzt auch noch die Muddys drauf. So, zack. Ich glaube, es ist eine 10er Muddy. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollen, mit einer 10er Nuss hinten das dann supporten. Oder wir gehen hin und nehmen das Multitool hier, halten hinten fest und verschrauben vorne, bis es dann hält. So, alles klar. Das heißt, diese Komponenten haben wir jetzt zusammengesetzt.
das ist jetzt die Vorbereitung, dass wir unser System hier dran positionieren können. Okay? Gut. So, erster Schritt. Winkel ist hier weg. Warum? Weil er hier gleich rankommt. Jetzt geht es darum, jetzt müssen wir den Dispenser da dran machen. Den könnt ihr entweder an die Wand machen oder halt hier dran. So, im Prinzip beides ist identisch. Wir gehen erstmal mit dem Freund hier rein und öffnen uns, nach unten drücken und herausklappen. Den Freund entfernen wir dann wieder. Dann können wir das aufklappen. Sehr nice. Jetzt haben wir einen Blick auf die Technik. Hier oben können wir reinfüllen, ne, aufmachen, entweder Seife rein, Desinfektionsmittel rein oder was auch immer, Flüssigkeit. Danach natürlich wieder verschließen. Hier geht 1 Liter Füllmenge rein. 1 Liter an Füllmenge. Hier sind 2 Freunde, die können wir zusammendrücken und dann können wir dieses ganze System herausholen. Das müssen wir jetzt auch erstmal. So, denn wir müssen hier an die Löchlis. Denn an diese Löchlis kommen nämlich entweder die Schrauben mit dem Feingewinde oder die Schrauben, die ihr in die Wand setzt. Okay? Die würden hier nämlich durchkommen. Und hier. Ne? So, das heißt, wir halten es jetzt an die Wand. Das würde man an die Wand halten. Dann markiert ihr euch diesen Punkt. Macht das weg. Dann bohrt ihr dann diesen 3 Punkten. Da kommen dann die Dübel rein. Die Dübel sind in dem Fall grün oder ihr nehmt andere Dübel. Denn die hier sind jetzt nicht so teuer. In Fliesen passen die ganz gut, aber wenn ihr dort eine andere Wand dahinter habt, dann solltet ihr auf andere Dübel ausweichen. Nur so als Tipp. So, dann kommt das dran. Die Dübel wären jetzt dran, dann verschraubt ihr das einfach. Fertig. Hängt das an der Wand. Alles klar. Wir machen das aber jetzt hier an unserem Ständerhaltesystem. Das heißt, jetzt kommen wir und packen jetzt hier in der Mitte eine Schraube durch, die etwas länger ist, als die wir vorhin benutzt haben. Und wir packen dann natürlich noch ein Unterlegscheibchen darunter, damit der Druck ein bisschen ausgewogener da ist. So, jetzt kommt unser Haltefreund zum Einsatz. Und hier gehen wir jetzt durch das zweite Loch. So, entweder zielen wir so, bis wir es gefunden haben. Alternativ ist es aber einfacher, ne, die Schraube zu nehmen. Das vorher einzustellen, sprich, wir aimen hier so ins zweite Loch rein, halten das fest, kommen dann mit der Unterlegscheibe und der Muddy und der Schraube durch das Loch durch. So, zack, halten fest mit dem Finger, ne, hier mit meinem Daumen, gehen nach hinten und platzieren hier wieder eine Unterlegscheibe und eine der Veteran Muddys. So, erstmal wieder, erster Schritt, Hand festziehen und dann positionieren wir es so, dass wir auch oben an den 2 Aufhänge O-Löchern auch noch durchkommen. So, das heißt, hier oben durch und hier oben durch. Zack, zack. Beide wieder festhalten. Auf der anderen Seite sind wir jetzt wieder unterwegs. Da kommen unsere Schrauben jetzt raus, dort auch wieder Unterlegscheibe drunter, schwupp, und der Muddy ist drauf. Dadurch haben wir nämlich jetzt den Dispenser an 3 Stellen montiert, an 3 Stellen positioniert. Dadurch ist er gerade und stabil. So, die haben wir, alles klar. Zack, zack. Jetzt benutzen wir das super Multitool hier und gehen nach innen und verschrauben das, nach rechts drehen und halten in der Zwischenzeit hinten den Muddy fest und dadurch ziehen wir nämlich die Verbindung fest an. So, hier auch wieder an die Phillips-Schraube dran, festdrehen, dabei die Muddy schön festhalten. So, nach rechts drehen, den Muddy dabei supporten und wir haben unseren Freund damit hier jetzt dran gemacht. So, ich mache mal zu. So sieht es dann aus. Super. Das ist echt gut. Gut designt. Sieht gut aus. Designtechnisch schön. Und was wir jetzt machen können, ist, wir kommen mit unserem Ständer daher, packen hier jetzt unser Teil drauf. Zack.
Jetzt kommt die fette Imbusfreundin. Die geht hier in die Mitte rein. Und wir fokussieren das und schrauben es jetzt hier dran fest. So. Bis es nicht mehr weitergeht. Händisch sind wir jetzt fertig. Jetzt habe ich aber was vergessen. Denn da muss auch noch eine Unterlegscheibe runter. Also, nochmal losmachen. Es ist immer wichtig, wenn ihr zwei, also wenn ihr eine Schraube mit einem Metallteil verbindet, dass dort eine Mutti drunter kommt. Hier. Und jetzt ziehen wir mit unserem Imbus nach. Zack. Das war's schon. Und jetzt können wir hier das System nämlich hoch und runter fahren. Indem wir nach links drehen, öffnen wir es, können dann, zack, das System nach oben fahren, nach rechts wieder festdrehen, bleibt stehen. Ne? Seht ihr? Jetzt können wir es auch wieder runterfahren oder zwischendrin einhalten, kein Problem. Zack, bleibt zwischendrin stehen. Oder wir fahren es wieder nach ganz unten. So, also, super. Wir können es auch noch hier in der Lage ändern, wie ihr seht. Ne? Ist frei schwenkbar. So, okay. Jetzt geht's weiter. Das heißt also, unser Spender steht hier, kann seinen Job erledigen. Spitze. Um jetzt hier was dran machen zu können, müssen wir oben wieder reinhaken und das Ding aufdrücken. Das heißt, runter mit dem Haken, reingedrückt und dann nach vorne aufklappen. Runterdrücken. Also hier so eine Halterung drin. Hier die Dinge. Das Ding ist hier eingerastet. Mach mal so. Dann drückt ihr das Ding runter. Zack. Und könnt im gleichen Zeit das nach vorne öffnen. Dieses Teil hier, dieser Gummi, den könnt ihr dann hier unten als Aufschlagpuffer drunter kleben, damit das nicht auffliegt und immer hier gegen das Metall kommt. So, gut, jetzt haben wir es also offen. Jetzt können wir hier unsere Technik wieder verbauen. Erstes Ding, Stromversorgung. Hier, Netzteil rein, in die Steckdose, fertig. Zweites Ding geht aber auch, wir öffnen hier die Batterieluke und haben hier Platz für 1, 2, 3, 4, 1,5 Volt C. Das sind Babyzellen heißen die. Das sind die etwas dickeren, die kommen hier rein. Dann gibt es einen Plus- und Minuspol. Das heißt, der Minuspol ist, wo die Spring ist, die Feder. Auf der anderen Seite ist der Pluspol. Da kommen die vier Babyzellen rein. Dann wird das geschlossen. Dann könnt ihr das hier wieder zuschieben. So, zack. Wenn das zu ist, ist es scharf. Hier vorne ist eine Fotozelle drin. Diese Fotozelle möchte in der Dunkelheit sein, ansonsten funktioniert das System nämlich nicht. Erst wenn wir das also zumachen, wird das nämlich dann hier überhaupt starten. So. Um jetzt hier dann uns zu equippen, können wir das natürlich wieder reindrücken, hier auffüllen. Das Auffüllen können wir auch in verbauten Zustand. So, ich tue es mal rein. Einfach reindrücken, fertig. So, jetzt wäre es schon fertig. Das wird nach oben gezogen, unten kommt es raus. Alles klar. Wenn wir jetzt aber nachfüllen, kommt hier oben die Flüssigkeit rein. Auch kein Problem. Wenn wir jetzt aber die Düse ändern, wir haben ja drei Stück. Drei Stück haben wir. Es gibt eine, die macht Schaum. Es gibt eine, die macht einen Tropfen. Und es macht eine, die dann für Flüssigkeiten zur Vernebelung da ist. Also Schaum, Flüssigkeit, also alles in Flüssigkeiten. Schaum, dann Tropfenform, also kommt Seife unten raus getropft. Und die dritte wäre dann so Vernebel. Um die zu wechseln, wenn ihr könnt ja hier reinfüllen, was ihr wollt, wenn es eine Flüssigkeit ist, drückt ihr das zusammen, zieht das raus und dann hat hier, das hier ist so angeflanscht durch so einen O-Ring-Freund. Den müsst ihr rausnehmen. Dann könnt ihr dieses komplette System langsam und vorsichtig auseinanderziehen. Das ist eine Doppeldichtung. Und dann kommt das nächste System rein. Das können wir dann auch reindrücken. Auch wieder hin und her schwabbeln, bis wir Kontakt haben. Dann schließen wir das System wieder. Klack. Und schauen, dass an den Seiten die Beschriftung ist. Und wir es so rumdrehen, dass hier diese Halterung hier reinpasst. Dann drücken wir es rein.
und haben jetzt die Düse getauscht, verändert. Und die drückt sich dann nach oben und kommt unten raus. So, das waren jetzt diese zwei Arten von Düsen. Jetzt machen wir noch die dritte rein. Das ist die fette. Zack. Und zack. Die auch reindrehen. Immer schön Spannung halten. Rein damit. So. Und dann haben wir hier auch schon die dritte. Die kommt dann auch hier rein. Ne? Die wird dann auch einfach hier reingeschoben. Denn die passt so rein, wie sie hier ist, um dann funktionstechnisch zu sein. Und dann können wir auch die benutzen. Also ja, und hier ne, den Ring immer fokussieren und draufsetzen. Und wenn ihr es wieder tauschen wollt, zieht ihr sie wieder raus. Und dann kommt wieder hier unsere erste als Beispiel rein. Also haben wir zwei Stück mit einem Klammersystem. Warum? Die ist dann extra hier geklammert. Und die dritte passt so fett rein, wie sie ist. Ne, die passt nämlich so rein. Und die anderen beiden müssen hier mit einer Führung arbeiten, die hier aber auch sehr smart gelöst worden ist. Sehr schön. Ne, zack, da ein bisschen aufpassen, dass die nicht abbrechen. Ansonsten alles sehr solide gebaut. Hier und immer zack zumachen, weil jetzt kriegen wir die nicht mehr auseinander. So, und dann achtet darauf, das Teil nach außen zu bringen und hier dieses dann reinfahren zu können. Zack, schon klappt's. So, und dann fährt der Motor nach oben und wird hier ran rausgepumpt werden. Wenn es fertig sein soll, aufdachen. Einsatzbereitschaft hergestellt. Und jetzt kann man nämlich hier drunter gehen und dann kommt automatisch die Seife, die Desinfektionsmittel oder was ihr halt oben reingefüllt habt, auch raus. Ihr könntet dort auch Softeis reinmachen und euch dann so alles möglich. Ne? Dann haben wir hier unten Auftropfschale, der Auffangschale. Sehr schön, sehr modern Design, sehr futuristisch. Sieht cool aus, super Design, sehr schön gemacht und voll in der Höhe verstellbar. Sieht nice aus, alles vernünftig verarbeitet und natürlich hier, ne, zack, sanitize your hands here. Das muss darüber angebracht werden, wenn ihr wollt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.